Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, heute auf der Burghauser Maiwiesen spreche ich gleich mit Christian Feicht, dem Bart-Olympiasieger und Hauptverantwortlichen für die Bart-WM in Burghausen. Denn vom 9. bis 11. Juni wird im Burghauser Stadtsaal eine Weltmeisterschaft der Sonderklasse ausgetragen, die Bart-Weltmeisterschaften. Christian, jetzt sind wir wieder auf der Maiwiesen in Burghausen. Du hast ja einen wunderschönen Bart halt. Danke. Wie lange hast du denn da gebraucht, bis du den zusammen gehabt hast? Also heute waren es so 1,5 Stunden, aber wenn es jetzt natürlich auf Wettbewerbsniveau geht, dann konnte es schon mal 2,5, 3 Stunden oder länger dauern. Aber 1,5 Stunden so als Frau klingt für eine Frisur auch schon recht aufwendig, ja? Ja, mag sein. Jetzt ist ja so ein Bart, der ist ja ganz voll und prächtig. Wie lange hast du den schon wachsen lassen? Also bei mir hat das Ganze angefangen im November 2014. Ich habe zwar davor auch schon mal Bart gehabt, aber eher so ein bisschen in Kurzform. 2014 im November hat mich dann der Spätzle auf den No Shave November aufmerksam gemacht. Ah ja, genau, das war der November, wo man erst am Ende sich dann rasiert. Genau, da wo man sich am Ende rasiert. Das haben alle anderen meine Spätzle nachher gemacht. Ich habe mir gedacht, ich lasse es jetzt mal ein bisschen weiter wachsen. Ja, und aus dem einen Monat sind jetzt schon fast 10 Jahre geworden. Wahnsinn, kann man sich gar nicht vorstellen. Und du bist ja mit hauptverantwortlich für die Bart-WM in Burghausen. Wie kommt man denn dann dazu, dass man vom Bartträger zum Teilnehmer bei Weltmeisterschaften sogar wird? Ja, das hat jetzt bei mir, wenn ich das jetzt so sagen darf, so angefangen, dass ich mir einfach mal gedacht habe zur deutschen Meisterschaft damals 2016. Ich probiere mich jetzt einfach mal aus und schaue, was das so ist. Hab gleich einmal total abgekackt in meiner Kategorie damals. Und habe dann aber Leute von einem Bartclub, eben vom Ostbayerischen Bartclub, kennengelernt. Habe dann einen Monat später gleich wieder einen Wettbewerb gehabt, den habe ich dann gewonnen. Und dann war ich einfach mit dabei. Unglaublich, schon sehr beeindruckend. Wie ist denn das dann, wenn bei dieser Weltmeisterschaft in Burghausen, da sind ja 300 Leute gemeldet in 28 Kategorien. Woher kommen denn die Leute überall? Also die Leute kommen wirklich aus der ganzen Welt. Wie du schon gesagt hast, wir haben über 300 Anmeldungen mittlerweile. Die Leute kommen aus 28 verschiedenen Kategorien, aus alle 5 Kontinente auf der Welt. Und das ist natürlich schon ein Riesenerfolg für uns, dass wirklich die internationale Resonanz da so groß ist, dass die alle hier nach Burghausen kommen wollen. Also 28 Nationen weltweit. Ist denn überhaupt Deutschland so ein Land der Bartträger? Wer stellt denn den größten Teil der Teilnehmer? Also den größten Teil stecken natürlich die Deutschen. Klar, ist Heim-WM, muss man dazu den Heimvorteil versuchen auszunutzen. Aber die ganze Idee von Bartmeisterschaften, das so ein bisschen professionell in Anführungsstrichen zu machen, das kommt ja ursprünglich aus Deutschland. Die haben das ja schon Anfang der 90er gemacht, die ersten Bartmeisterschaften. Und Deutschland hat eigentlich so im weltweiten Vergleich einen sehr hohen Ruf, was die Bartträger angeht. Und das ist auch über die Jahre immer sehr erfolgreich bei Weltmeisterschaften. Also das heißt, es gibt in Deutschland mehr Bartträger als jetzt zum Beispiel in Österreich? Und das möchte ich nicht unbedingt sagen, aber gerade so jetzt halt eben die Qualität in Anführungsstrichen der Bartträger, die auf Meisterschaften gehen, ist in Deutschland natürlich sehr hoch, weil das Leute sind, die wurde schon seit Jahren machen, die das teilweise mitbegründet haben und dementsprechend halt auch die Erfahrung auf so Wettbewerben aufweisen können und dementsprechend das für ihren Vorteil nutzen können bei Wettbewerben. Und da möchte ich jetzt gleich einhaken, Erfahrung bei Wettbewerben, das ist ja wie ein Sportwettbewerb zu vergleichen. Ja, also ihr habt die unterschiedlichen Disziplinen, die unterschiedlichen Kategorien, einen Jury-Schlüssel und heuer gibt es ganz was Besonderes, nämlich eine Damenkategorie. Genau. Die hat es zwar so in abgespeckter Form, sage ich mal, schon bei früheren Weltmeisterschaften gegeben in den letzten Jahren. Wir in Deutschland haben das eigentlich so nicht im Repertoire, aber natürlich bei einer internationalen Meisterschaft, wie eben eine Weltmeisterschaft ist, muss man natürlich sich auch ein bisschen an die Gepflogenheiten aus anderen Ländern orientieren. Und deswegen haben wir 4 realistische Kategorien mit eingefügt. Das sind ja die Kategorien für die Damen. Und da gibt es zum Beispiel sowas wie den realistischen Schnauzbart. Und da kann eine Dame dann kurz sagen. Das ist also ein falscher Bart. Das ist ein falscher Bart, genau. Mhm. In dem Sinn, da kann dann die Frau, die sich dafür umhält, oder die Frau besser gesagt, können sich dann aus echt oder Kunsthaar einen entsprechend realistisch ausschauenden Schnauzer basteln, den sie sich dann ins Gesicht kleben, hängen oder sonst irgendwie. Und wer halt den realistischen Schnauzer hat, gewinnt in der Kategorie noch. Und wie viele Damen-Teilnehmerinnen haben sich gemeldet insgesamt? Also jetzt halt insgesamt über die 4 Kategorien, die sind noch etwas schwach besiedelt, muss ich jetzt dazu geben. Da sind es gerade so um die 15 Teilnehmerinnen. Nichtsdestotrotz, in jeder Kategorie sind mehrere Teilnehmerinnen gemeldet. Also es ist in jeder Kategorie eine entsprechende Konkurrenz vorhanden. Das ist ja auch ein großes Programm, was ihr da fahrt. 3 Tage lang in Burghausen. Wir hoffen ja, dass wir da auch diesen Guinness-Buch-Eintrag dann vielleicht auch wirklich sehen können. Genau, das ist auch
Jahr geplant, und zwar der Guinness-Weltrekordversuch für die meisten Plastikgabeln in einem Vollbad. Da gibt es schon einen, und ein Neuseeländer möchte versuchen, den zu brechen. Da sind wir nur gerade in der Planungsphase eben, weil Neuseeland, Anreise mit Guinness World Records, die Absprache, das ist so alles so in der Planungsphase. Aber wir sind trotzdem guter Dinge, dass der stattfinden wird, und hoffen natürlich auch, dass der stattfinden wird, weil es natürlich ein super Rahmenprogramm ist. Also wir freuen uns schon auf die Bad-WM in Burghausen. Wir sind ja dabei, werden mitfilmen, werden kleine Beiträge machen. Wir sind wahnsinnig froh, dass wir dabei sind. Und hoffen, dass gutes Wetter ist, sodass wir dann auch die Parade der Badträger zum Stadtsaal hin draußen bei schönem sonnigem Wetter, dass wir Bayern von der schönsten Seite zeigen können. Das war natürlich super, wenn sich dabei bei schönem Wetter die Leute nochmal bei der Parade von den ganzen Badträgern aus aller Welt verabschieden können. Das war natürlich ein Sahnehäubchen obendrauf auf die ganze Geschichte. Dann noch starke Nerven und bis bald. Merci, wir sehen uns. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Wir werden von der Bad-Weltmeisterschaft in Burghausen für Sie am Ball bleiben. Wir sind für Sie vor Ort und berichten alle drei Tage auch die Hintergründe, die wir natürlich selbstverständlich wissen wollen. Vor allem die Damenkategorien interessieren uns sehr. Bis bald.